Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Expertenvideo mit Piran, seiner Brille und mir. Und dann haben wir hier noch ein ganz spezielles Lebewesen, das ein bisschen aussieht wie Schimmel, um ehrlich zu sein. Aber ist es nicht. Man nennt es einen Scooby und das ganze Konstrukt hier ist dafür da, um Kombucha zu machen. Ja, perfekt. Das heißt, wir bieten jetzt bei uns in unserem Shop ein Set an, in dem ihr ganz alleine zu Hause euren eigenen Kombucha anbauen könnt und trinken könnt und genießen könnt. Wie das alles funktioniert, da haben sowohl Piran als auch ich keine Ahnung. Und deswegen schalten wir jetzt mal live zum Matthias. Der hat das nämlich alles gesourced und wird euch darüber aufklären. Ja, danke Jürgen für die Überleitung. Ich bin Matthias und darf euch heute ein bisschen was über Kombucha bzw. unserem Kombucha-Set erzählen. Kombucha ist ein gesäuertes, leicht kohlensäurehaltiges, fermentiertes Getränk. Es kommt ursprünglich aus dem alten China und wird auf Basis von gesüßtem Tee hergestellt. Erzeugt wird Kombucha durch ein Kollektiv aus Mikroorganismen. Dieses Kollektiv, das wird auch Scooby genannt. Das seht ihr hier oben drin herumschwimmen. Scooby steht für symbiotische Kultur aus Bakterien und Hefen. Diese verwandelt quasi den gesüßten Tee in Kombucha um. Es passiert dadurch, dass die Hefen in der Kultur den Zucker in Alkohol umwandeln und der Alkohol wiederum von den Bakterien in Säuren umgewandelt wird. Kombucha hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Cidre oder Federweiß. Es hat also einen süß-säuerlichen, prickelnden Geschmack. Es ist total erfrischend und lecker und im Kombucha werden auch viele positive gesundheitliche Eigenschaften nachgesagt. Ja, wie wird Kombucha hergestellt? Man hat einmal den gesüßten Tee, der besteht meistens aus Grün- oder Schwarztee und dem wird die Kombucha-Kultur hinzugefügt. Das Ganze fermentiert dann für 7 bis 10 Tage. Danach wird es nochmal in eine Bügelflasche oder ein Einmachglas abgefüllt und fertig ist der Kombucha. Kann man auch noch total kreativ bei sein und Ingwer, Zitronen oder Beerenfrüchte hinzufügen. Wie das ganz genau funktioniert, das ist bei der Anleitung, die dem Set hinzugefügt ist, beschrieben. Außerdem habt ihr ein Glas dabei, die Kombucha-Kultur, Tee, Zucker, alles was man braucht, um damit anzufangen. Das Thermometer ist vorne dran, das Abdecktuch ist dabei, selbst das kleine Gummiband hier. Ja, viel Spaß beim Brauen. Danke Matthias für die tollen Informationen. Jetzt wissen wir genau, wie man Kombucha macht. Warum man dieses Set unbedingt zu Hause haben sollte, um sein eigenes Kombucha zu machen, erstellen und zu trinken. Den Link findet ihr wie immer unten in der Box. Und wir gucken mal, was aus unserem kleinen Kombucha-Scooby hier wird. Denn ich glaube, also ich würde schon so ein Glas ganz gerne genießen irgendwann. Also ich bin echt gespannt. Ja. Ich mag das ja nicht so gern, wenn der zu stark nach Essig schmeckt. Ich mag das halt nicht, wenn da Kohlensäure drin ist in Kombucha. Ja, na gut. Wir gucken einfach mal.